Moin ihr Lieben, David hier von Musik Produktiv, live vom Guitar Summit. Der letzte Tag ist angebrochen, beziehungsweise wir haben es schon kurz vor Schluss, wenn wir ehrlich sind. Neben mir habe ich Martin von Engel. Moin. Hi, moin. Ja, schön, dich mal wiederzusehen nach so langer Zeit, gestern Abend. Ja, lassen wir das lieber, oder? Lassen wir das lieber. Aber ihr habt was Neues mitgebracht, habe ich gehört. Ne? Steht da drüben auch. Das ist das Heathmoor's Signature 20. Wir haben den vor einem Monat released. Das ist ein Zweikanal-Amp. Jeder Kanal ist boostbar. Wir haben eine digitale Effektsektion, Reverb, Delay. Am besten drehen wir mal um, dann sehen wir uns die Rückseite noch an mit den ganzen Controls. Sehen wir hier schon. Hier haben wir die Controls für Reverb, Delay. Dann einen integrierten PowerSoak. Kann man dreistufig schalten, 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Speaker-Off-Betrieb, braucht man keinen Lautsprecher. Das ist ähnlich wie beim Iron Ball E606 SE. Integrierter Impulse-Response-Loader, volle Hütte das Ding eigentlich so, ja. Ja, am Zahn der Zeit und auch noch obendrein ordentlich vollgeladen, würde ich sagen. Einmal die komplette Vollausstattung. Genau, so ist es. Ja. Was wir noch dabei haben ist, wir haben den Hardtailer mit dabei. Was ist denn das genau? An der Gitarre mal kurz an. Das ist ein Tremolo-Blocking-System. Moment. Haben wir es hier schön. Hier in dem Zustand ist es bereits geblockt. Man kann einfach, wenn man Floating Bridge hat, wie hier an der Ibanez, das Tremolo blocken und dann einfach Drop D machen. Das ist total easy. Oder auch wenn im Live-Betrieb Seite reißt, das Ding aktivieren und man kann den Song einfach zu Ende spielen. Genau. Das ist easy. Als hättet ihr euch was dabei gedacht. Ja, genau. Das ist halt recht praktikabel für Musiker. Genau, hier ist er. Schön. Sehr schön. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich auch schon, oder? Ja, genau. Quick and dirty. Mhm. Alles klar. Ganz schnell und durch. Dann würde ich sagen, das war's auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Cool.